Und dazu begrüße ich den SPD-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss, Jens Zimmermann. Guten Tag nach Berlin. Guten Morgen aus Hessen. Wunderbar. Herr Zimmermann, Sie sind in Hessen. Aber in Berlin werden um 10 Uhr Ihre Kollegen von der FDP, den Grünen und der Linkspartei eine Zwischenbilanz der bisherigen Ausschussarbeit ziehen. Nach allem, was man hört, werden die dem SPD-geführten Finanzministerium nicht unbedingt zu höherem Ruhm verhelfen. Worauf machen Sie sich gefasst? Naja, wir verbringen jede Woche ungefähr 30 Stunden miteinander. Deswegen erwarte ich da jetzt für mich persönlich keine Überraschungen. Und es ist natürlich auch 6 Monate vor der Bundestagswahl, wenige Tage vor 2 Landtagswahlen jetzt keine Überraschung, wenn die Opposition an der Bundesregierung da jetzt Kritik üben wird. Insofern erwarte ich da jetzt erstmal keine Überraschung. Zur Opposition gehören auch die Grünen und die sagen, dank dieses Untersuchungsausschusses wisse man jetzt, dass das Finanzministerium früher und konsequenter hätte einschreiten können und müssen. Auch was das Verhalten der BaFin angeht, an deren Spitze habe Olaf Scholz viel zu lange festgehalten, sagen sie, und damit die Neuaufstellung verschleppt. Ist denn die Brandmauer um Ihren, also den SPD-Kanzlerkandidaten, stabil genug? Ich glaube, dieser Untersuchungsausschuss hat im Wesentlichen ja alles andere außer um das Finanzministerium herum beleuchtet, weil das bei diesem Skandal die Finanzaufsicht eine Rolle gespielt hat und die Frage natürlich im Raum steht, was das Finanzministerium getan hat. Das haben wir letztes Jahr im August auch schon gewusst. Aber durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses wissen wir eben jetzt, dass dieser Wirtschaftsskandal viel, viel breiter ist. Die Wirtschaftsprüfer, die Staatsanwaltschaft, die Staatsregierung in Bayern und das Lobbying aus dem Kanzleramt, all das sind Dinge, die haben wir vor dem Untersuchungsausschuss nicht gewusst. Und insofern braucht es überhaupt keine Brandmauer um das Finanzministerium, sondern diese Transparenz, die der Untersuchungsausschuss geschaffen hat, ermöglicht, glaube ich, am Ende jetzt allen, sich einen Eindruck zu machen, was wirklich passiert ist. Olaf Scholz hat ja durchaus schon Fehler bei der BaFin, bei der Finanzaufsicht eingeräumt. Er will jetzt die Aufsichtsbehörde grundlegend reformieren. Aber sein Gesetzentwurf zur Reform der BaFin stößt praktisch bei allen Parteien außer der SPD auf Widerstand. Die Aufsichtsräte, die müssten gestärkt werden, heißt es da aus der Opposition. Die Abschlussprüfer müssten in kürzeren Abständen, nicht erst nach 10 Jahren wechseln. Sind Sie denn zu Nachbesserungen bei diesem Gesetz bereit? Ja, also da gilt das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es reingekommen ist. Und ich habe das natürlich mit sehr großem Interesse verfolgt, dass gerade von Seiten der Union jetzt gesagt wurde, man will dieses Gesetz nachschärfen. Es wurde ja von Olaf Scholz und Christine Lambrecht vorgelegt und dann im Wirtschaftsministerium bei Peter Altmaier wieder verbessert. Deswegen muss ich da schon ein bisschen schmunzeln, wenn sich die Union jetzt an die Spitze der Aufklärung und erlauben Sie mir das als Hesse, der brutalstmöglichen Verbesserung der BaFin jetzt da an die Spitze stellen will. Insofern, wir sind dafür offen. Ich glaube, die SPD ist noch nie dafür bekannt gewesen, dass wir gegen schärfere Regulierung auf den Finanzmärkten sind. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf die Beratung im Bundestag. Ihre Partei und die Union wollen ja die Zeugenvernehmung im Ausschuss schon im April abschließen. Die Opposition pocht allerdings da auf weitere Sitzungen. Was spricht eigentlich dagegen, außer der Tatsache, dass das Thema, was vielleicht nicht so angenehm ist für den Finanzminister, so stärker auch noch den Wahlkampf bestimmen würde? Also dieses Ende der Zeugenvernehmung, das fällt nicht vom Himmel. Wir haben Ende Juni die letzte Sitzung des Deutschen Bundestages und in dieser Sitzung muss der Ausschuss dem Plenum Bericht erstatten. Dieser Bericht muss davor erstellt werden. Dafür brauchen wir 6 bis 8 Wochen. Und wenn man das zurückrechnet, ist man Ende April. Und das ist die ganze Geschichte, wie es zu diesem Termin kommt. Es gab keinen Untersuchungsausschuss in den letzten 15 Jahren, der irgendwie näher am Ende der Legislaturperiode noch getagt hat. Also insofern ist das keine Verschwörung der Koalitionsfraktion, sondern es ist einfach die zeitlichen Umstände des Endes der Legislaturperiode. Im Übrigen haben wir das Zeugenprogramm bis Ende April im Untersuchungsausschuss jetzt auch einvernehmlich so abgestimmt. Also ich verstehe, dass die Opposition nach draußen geht und hier ein wenig poltert, aber hinter verschlossenen Türen arbeiten wir da sehr gut zusammen und wir haben uns darauf geeinigt, am 24. April wird die Kanzlerin die Zeugenvernehmung beenden.
Die Kanzlerin davor, auch der Wirtschaftsminister. Herr Zimmermann, vielleicht aus aktuellem Anlass schnell noch ein Wort zu einer Causa, die auch den Finanzausschuss des Bundestages, dem Sie ja angehören, beschäftigen wird, nämlich die Turbulenzen um die Bremer Greensill Bank. Da steht ja der Verdacht der Bilanzmanipulation im Raum. Schließen Sie sich den Kritikern an, die jetzt sagen, auch hier sei die BaFin zu spät aktiv geworden? Indizien dafür gibt es ja. Ja, die Frage ist, ob sie zu spät aktiv geworden ist oder ob sie einfach die Anlegerinnen und Anleger nicht früh genug warnen konnte. Wir wissen auch aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, dass die Gesetzeslage es momentan ganz, ganz schwer macht, Informationen weiterzugeben, weil an ganz vielen Stellen Verschwiegenheitspflichten tatsächlich im Gesetz verankert sind. Und das ist eigentlich, glaube ich, das größte Problem, weil wenn die BaFin da schon dran war, aber eben nicht warnen konnte, dann sehe ich darin ein Problem. Es gibt aber natürlich das zweite Thema, und das ist schon auch die Frage, gerade was institutionelle Anleger angeht. Also ich meine Städte und Gemeinden, die teilweise ja zweistellige Millionenbeträge dort geparkt haben, bei einer Bank, von der eigentlich noch nie jemand etwas gehört hat. Und da muss man natürlich auch, muss es erlaubt sein, die Frage zu stellen, ob das von einigen Kämmerern die richtige Entscheidung war und da auch die notwendige Sorgfalt gewalten wurde. Mal sehen, was der Sonderbeauftragte, den die BaFin nun nach Bremen geschickt hat, aufklären kann in dieser Causa. In der Tat, die Kommunen schauen mit großer Sorge an das oder auf das, was da an der Weser im Moment geschieht. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen für diese Auskünfte und Grüße nach jetzt richtig Hessen. Tschüss. Vielen Dank.